Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin für Steve und euer Let's Play Retro World. Mal schauen, wie das nächste Rematch so verlaufen wird. Ich denke mal, Buu sollte mal wieder eine Chance bekommen, wa? Also im Vergleich zu den erstmaligen Kämpfen geht das auf jeden Fall sehr fix voran. Ja. Ja, wir haben sie schon einmal angesprochen gehabt und sie meinte nur, dass sie stärker geworden ist, gern kämpfen möchte. Ich würde sagen mal, ja. Dann mach einfach. Sie gehört dir. Ach so. Sie spricht von sich selbst in der dritten Person. Ja, ich merke schon. Steve wird von Orisas Stärke verblüfft sein. Psycho? Die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. Porygon Z, cool. Oh mein Gott, epileptischer Anfall. Aber wir haben zum Glück das Pokémon, das dagegen immun ist. Wer ist denn sie? Kannst du sie bitte mal suchen? Wie hieß sie? Orisia oder Orisio. Ja, ich glaube diese. Nein, wir sind wahrscheinlich tot. Ja, natürlich, weil... Ich glaube, das ist so ein Running Gag mittlerweile. Boah, wir haben mit 7 KP überlebt. Ach, sie ist eine Partnertrainerin. Mit der man zusammen rumrennt und Kämpfe bestreitet. Stimmt, gegen die aus der bizarren Höhle. Gegen die kann man ja auch antreten. Cool, stimmt. Wusste ich, dass nur 3 immer drin stehen? Okay. Im Duellturm kann man auch gegen die kämpfen. Dann gibt es doch noch mehr Rematches. Dann gibt es eine Menge Rematches. Also ich muss sagen, ich finde das trotzdem eigentlich relativ angenehm mit einem Rematch pro Part. Du kannst ja mal die Zuschauer fragen, was die davon halten, ob denen das gefällt. Das würde ich grundsätzlich gerne tun, wenn ich immer nur einen Part aufnehmen würde und den hochladen würde. Da wir aber auf Vorrat aufnehmen, ist das nicht so direkt möglich. Ja gut, aber dann weißt du ja trotzdem für die Zukunft. Genau, richtig. Ihr schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare, findet ihr es ganz gut so oder... also ich weiß, es machen ja auch wirklich viele Let's Player, zum Beispiel die Top 4 Kämpfer auch immer... Ein Kampf, gleich ein Part. Und ich meine, es geht auch ein bisschen um Spannung und so. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schneller. Hauptsache ihr kommentiert, das ist das Wichtigste. Und wenn es nur irgendein Spam ist, je mehr Kommentare, desto besser. Nein, bitte kein Spam, und zwar, ihr könnt aber ihr halt immer eure ehrliche Meinung schreiben. Und ihr habt gerade bei dem Thema auch, schreibt bitte ruhig eure Meinung. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was wir machen. Los, Gegengift! Gegen den epileptischen Anfall. Ich bin dafür, dass wir ein Kampf-Item. Triplett ist speziell, oder? Ich glaub's auch. Ich meine, es müsste in der Theorie eine Spezialverteidigung ausreichen. Er hat uns beim letzten Mal gute 130 abgezogen. Wäre so geil, wenn er jetzt Eisstrahl macht. In der Theorie, wie gesagt, müssten wir es überleben. Ja. Guten alten Kampf-Items. Ja, dann Zeit für eine Top-Genesung. Oder einen Hypertrank. Haben wir einen Top-Trank? Nee. Ja. Ja, nehme ich einen Hypertrank. Ist lustig, wir sind jetzt tatsächlich in dem Bereich, wo man tatsächlich Top-Tränke kaufen sollte, ne? Meine wäre jetzt ein paar KP mehr gewesen. Ich finde es aber echt extrem witzig, dass Gengar schon wieder gestorben ist. Ja. Ich meine, das ist ja schon langsam so ein kleines Thema, so ein kleiner Running Gag. Wird Gengar es jemals auf Level 84 schaffen? Ich glaube ja nicht. Weißt du, Steve, jetzt frage ich mich natürlich, wie viel mehr Zeit du in das Projekt stecken kannst. Eigentlich wäre es ziemlich cool, wenn du das ganze Team, das wir haben, nochmal neu parst. Mit perfektem Wesen und noch vererbten Attacken, die uns die Kampfzone mit Leichtigkeit gewinnen lassen. Nein, jetzt bitte... du nochmal auf Level 100 trainiert hast. Ernsthaft? Du dummes Porygon Z, du wärst im nächsten Zug so tot gewesen. Der Part beginnt auf jeden Fall schon mal mit einem Fail. Die Arena-Leiter, die machen wir alle problemlos fertig, aber von dem Porygon Z eines kleinen Mädchens lassen wir uns trollen. Du wärst so tot gewesen. Das Problem ist, es kann Psychokinese, also können Volvagia nicht einwechseln. Ja, dann im Seedramon. Was haben wir noch gesehen? Der Triplette. Die beiden Attacken, oder? Ja. Ich
Ich mach mal gleich eine Spezialverteidigung rein, oder? Immer. Wir müssen uns jetzt pushen. Drogen für unsere Pokémon. Klar, Steroide. Ich glaube, ich bin auch so ziemlich der einzige Let's Player, der Kampf-Items nutzt. Im Bloody Platin? Keine Ahnung, aber also ich habe mal so in den normalen Spielen. Naja, in den normalen Spielen, da ist es ja nicht nötig. Ne? Natürlich sind wir paralysiert. Ich nutze jetzt aber noch einen Spezialangriff. Ich meine, Schaden kannst du ja nicht wirklich. Doch, natürlich, deswegen benutzen wir es ja. Und danach machen wir eine Top-Genesung. Volltreffer! Würde uns aktuell nicht töten. Doch, hätte. Ja. Also ich muss schon... Top-Genesung? Porygon Z ist natürlich ein starkes Pokémon. Ich weiß. Das ist ja auch das Krasse bei den Porygons, dass die Entwicklungen immer besser werden. Und das Lustige ist ja auch, dass man Porygon Z ist ja, glaube ich, die einzige Vollentwicklung, die man auf Level 1 haben kann, oder? Genau. Weil das ja alles Tauschentwicklungen sind. Ja. Na, Roserade muss ja mindestens Level 2 haben. Also die Frage wäre natürlich, wie man Level 1 Porygon bekommen sollte. Züchten? Porygon ein Geschlecht? Kann man nicht die Geschlechtlosen nicht mit Ditto? Ja, doch, stimmt. Also, Och, ernsthaft, komm schon. Sind schon wieder paralysiert? Nein, ich bin eingefroren. Ja, deine Top-Genesung. Also, ich weiß nicht, ich denke mal schon, oder? Also, Roserade kann man erst auf Level 2 haben. Weil ich glaube, Knospi. Nee, also, jedenfalls. Roselia bekommt man nur in dem Freundschaft plus Level ab, ne? Und dann muss man es, glaube ich, tauschen. Wer mich nicht alles täuscht. Also, scheinbar kann man es züchten. Gut. Mal schauen, ob wir wieder einfrieren oder so. Ist aber echt krass, wie schlecht das normale Porygon noch war. Ja. Finde ich eigentlich schade, dass sie damit eine Gelegenheit verschenkt haben. Ich meine, dadurch, dass man das Pokémon nur für 9999 Münzen in der Spielhalle kriegt, hätte es eigentlich schon echt was drauf haben müssen. Ja. Das war super anstrengend immer, ne? Es war halt eine Menge Geklicke, ne? Also ich meine, ich habe mir halt in dem Spiel so ungefähr keine anderen Items geholt. Außer halt das Porygon. So, Simsalam. Ich bin gerade relativ froh, dass wir eine Spezialverteidigung reingehauen haben. Mal gucken, wie viel Simsala jetzt abzieht mit der Psychokinese. Denn was anderes macht sowieso Simsala nicht. Oder etwa doch, natürlich nicht. Und wahrscheinlich kommt ein Spezial-Death-Drop. Ach. Wow, der macht ja echt extrem viel. Holy shit! Ist das ein Volltreffer? Ja. Muss ich dazu jetzt was sagen? Ich bin froh. Ey, immerhin kein Drop. 2 KP. Wow. Und unsere vorletzte Top-Genesung. Oh Mann, ey. Alter. Also ich muss schon sagen, die Kämpfer haben es in sich. Aber ich meine, ich finde es so spannend, als hätten wir uns jetzt einfach Level 100. Die Kämpfer haben es in sich, Mann. Das ist bisher der erste Kampf, bei dem wir Probleme haben. Es sind hier so ein paar einzelne Pokémon, die uns ziemlich rannehmen. Na, gegen den Geisttrainer hat man noch so ein bisschen Probleme gehabt. Und jetzt kommt der Death Drop. Ja, den müssen wir jetzt wieder ausgleichen. Ich möchte ungern mit Death Drop weiterspielen. Also, dann haben wir jetzt wieder Death, also Spezialverteidigung. Oh, es muss sterben. Oh shit. Es muss sterben. Und zwar ganz schnell. Surfer. Es muss ganz schnell sterben. Der Surfer wird schon wieder gar keinen Schaden mehr machen. Es hat gerade seine Spezialverteidigung verdoppelt.
Naja gut, ob es das wirklich verdoppelt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja, es um 2 erhöht. Also verdoppelt. Ja, bedeutet es das wirklich? Mhm. Wie viel? Ja, tot. Xerox. Ja. Kreuzschere direkt. Ja. Ist das stark? Ja. Ist das speziell? Ja. Oh Mann. Spezielle Kampfattacke. So ein Bullshit. Das war ganz schön knapp. Gut, dass Simsala so eine extrem schlechte Verteidigung hat. Ja. Tschüss, Simsala. Das haben wir noch locker fertig gemacht, oder? Ja. Oh, Knuddeluff. Knuddeluff? Okay, Volvagia. Ich warte nur darauf, dass es irgendeine Attacke macht, die uns richtig wehtut. Ich gehe von Feuersturm aus. Feuersturm? Das ist kein hundertprozentig Feuersturm. Einfach aus Prinzip kann das wahrscheinlich Donner, Feuersturm und Blizzard. Alles andere würde nicht zu Bloody Platin passen. Na? Tja. Muss das laufen? One-Hit-K.O. Ja. Sandame. Der kann bestimmt eine Bodenattacke. Das krass ist, dass sogar Quaker bei den Rematches schon mehr gemacht hat, ja? Als Gengar. Das ist schon... Das ist schon irgendwo hart, oder? Die Frage ist, was macht man? Auf Fliegen habe ich Step. Immer fliegen. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Hast du mal Sandama gespielt? Nee, noch nie. Ich glaube, ich hatte mal gespielt. Ja, tot. Ich fand den eigentlich immer auch ziemlich durchschnittlich. Naja, Digri war einfach besser. Digri hatte durch seine enorme Geschwindigkeit ja, sowieso nur Volltreffer mit Schlitzer gemacht. Gut, jeder hat mir Schlitzer fast nur Volltreffer gemacht. Was machen wir jetzt gegen das Sandama? Töten? Wie? Können wir das irgendwie? Ich gucke mal kurz nach. Naja, ich bin ja fast schon dafür. Ich weiß nicht, wie schnell Sandama ist. Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Ist es schneller als Sidramon? Es hat eine Base-Ini von 65. Und Sidramon hat mehr, oder? Es hat 80 oder sowas, ne? Also wenn, dann musst du es auf jeden Fall speziell angreifen. Ja. Ich werde jetzt eine... Ich schaue gerade mal, ob ich noch einen Top-Beleber habe. Ja, habe ich. Ja, Sidramon ging an Base 85. Und dann hole ich uns mal Sidramon wieder. Und opfere Pedramon. Und ein Pokémon hat er ja noch, ne? Ja, ciao. Okay, Sidramon, let's go. Und Surfer zum Rufe. Wahrscheinlich hätten wir gar keinen Top-Beleber gebracht, sondern ein einfacher Beleber wäre ausreichend gewesen. Ja, naja, jetzt ist der leider weg. Ich glaube, Top-Beleber kann man sich auch nicht kaufen, oder? Nein. Ja, das ist echt blöd. Togekiss. Bleib mal drinnen. Mit dem sollten wir jetzt wirklich kein Problem haben, oder? Ist der gut? Der kann durchaus was. Die ganzen Rückschreckattacken. Und er hat eine Fähigkeit, die das fördert. Aber Eisstrahl ist immerhin sehr effektiv. Entweder ein bisschen weniger oder genau die Hälfte. Ich denke mal, der Top-Leo war doch ganz gut gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nicht unbedingt zurückschrecken, haben wir eigentlich, denke ich mal, den Kampf sicher. Obwohl, es war etwas weniger, aber... Ja. Ja.
Klasse. Ja, dann wirst du mir doch einen Hypertrank geben müssen, hm? Ja. Hä? Ja, müssen wir. Ach so. Sie meinte, wir sind wohl eine Nummer zu groß. Ja, ich dachte jetzt schon, das war sowas wie, ich gebe auf. Obwohl ich muss sagen, diese Idee mit dem, beim letzten Pokémon kommt nochmal so ein Spruch vom Trainer, finde ich eigentlich ziemlich gut. In der fünften Gen machen die es sogar auch schon mal während des ersten Pokémons. Oh, eine Top-Genesung. So wie zum Thema... Ja. Keine Tränke, Lalos kommt schon eigentlich dran. Aber naja, es geht noch, ne? Ich meine, das ist ihr letztes Pokémon. Das werden wir schon irgendwie platt machen. Und ist jetzt... Das macht das noch ein Volltreffer. Und wir schrecken zurück. Oh Mann. Alles andere wäre ja auch fair gewesen. Also ich... Ach so, und vielleicht wäre es ganz clever, tatsächlich einen X-Spezialangriff noch zu verwenden. Wir haben nichts davon, wenn wir 3 Attacken brauchen, um ihn zu besiegen. Ja. Stimme ich zu. Es ist wohl einfach besser... Wir können auch Verteidigungsplus geben, also mir ist es egal, je nachdem, wie lange du den Kampf noch... Ich möchte ihn eigentlich nicht mehr in die Länge ziehen. Ich möchte ihn eigentlich jetzt mit 2 Attacken down haben. Die Frage ist, ob wir jetzt heilen müssen. Ziemlich sicher. Ja, müssen wir. Okay. Dann heilen wir mal. Zum Glück habe ich Tränke eingekauft, wa? Ja, der Kampf ist auf jeden Fall schon wieder ganz schön teuer. Ja, und wir bekommen nur 10.000. In der Serie werden nie Tränke benutzt, oder? Das ist eine gute Frage. Also, es gab bestimmt mal welche zu sehen, aber ich, also nicht sehr oft, wenn dem Pokémon irgendwas zugestoßen ist, dann immer sofort ab ins Center und dann sind die dort wie im Krankenhaus erstmal für ein paar Tage. Ja, ich find's auch mal lustig, sie gehen ja dann mit dem Pokémon in der Hand dann noch nach hin oder so, ne? Klar, natürlich. Wie gesagt, das ist halt die Pokémon-Welt, da sind Pokémon und Menschen fast gleichgestellt. Man könnte sie aber auch einfach in den Ball wieder tun. Immerhin versklavt der Mensch ja sowieso das Pokémon. Ja, na gut, das machen die aber auch ziemlich oft, dass die das in den Ball zurückrufen, damit sie es erholen kann oder ausruhen kann oder so. Ja. Wie kann man sich eigentlich dieses Inleben eines Pokéballs vorstellen? Haben die dann irgendwie eine Chill-Lounge oder so, die Pokémon, oder... Naja, also ich hätte ja gedacht, dass die Pokémon als Digimon gespeichert werden, als digitale Wesen, irgendwie, dass sie digitalisiert werden oder so, oder? Also anders geht's ja eigentlich gar nicht, oder? Und dann, ich meine, sie können ja immer noch auf einem PC gelagert werden. Genau, sie können auf einem PC gelagert werden, ja. Also Pokémon sind irgendwie schon so gewisse Digimon. Ist das also die Weisheit des Parts? Ja. Pokémon sind wie Digimon. Sidramon hat mal wieder den Tag gerettet. Oh, der hat so gerade von Dueltom geredet. Da werden wir auch irgendwann noch hingehen. Ja. Du bist doch mit deinem Pokémon zusammen, Steve. Und deshalb bist du auch so stark. Orisa beginnt zu verstehen. Das ist schön, dass du von dir selbst eine Person sprichst. Ich würde sagen, ich finde immer Personen, die das tun, sehr unheimlich. Sowas gibt's auch nur in Trickserien oder in Filmen. Ja, aber ich meine, wer findet die denn wirklich sympathisch? Das ist wahrscheinlich wieder so eine Art japanischer Humor. Oder vielleicht gibt es das in Japan tatsächlich. Wenn ihr was wisst, liebe Zuschauer, dann schreibt es in die Kommentare. Genau. Und dann denke ich mal, im nächsten Part werden wir dann die nächsten Trainer hier drinnen sehen. Also die nächsten Arenaleiter. Es gab 4 Begleiter, glaube ich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. 5. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, klatschen wir die wohl in den nächsten Parts weg, ne? Genau. Dann sage ich mal, ich war euer DSD-Steve und... Ich war euer Let's Play Retro World. Bis zum nächsten Mal.